Jetzt waren sie unumkehrlich alleine auf der jetzt abgelegensten bewohnten Insel der Welt. Sie bauten Holzhäuser, züchteten ihr eigenes Essen und entwickelten sogar ihre eigene Art, Alkohol zu destillieren. Doch damit sollte die Geschichte der jungen Bevölkerung eine Wendung nehmen. Durch zu viel Alkoholkonsum und Spannungen in der Gruppe gab es immer mehr Probleme. So behandelten ein paar der Briten die polynesischen Männer wie ihr Eigentum, kommandierten sie herum, ließen sie für sich schuften und nahmen ihnen jeden Besitz. Satt von den Demütigungen ließen sich das die polynesischen Männer nicht länger gefallen und brachten kurzerhand 4 der britischen Männer um die Ecke. Jetzt wollten die zurückgelassenen Witwen Rache und machten mit 4 der polynesischen Männer kurzen Prozess. Die Insel verfiel in Anarchie und nach kurzer Zeit blieb ein einziger britischer Mann mit 10 Frauen und den mittlerweile 23 Kindern auf der Insel zurück.